Heute geht es um eine der kontroversesten Persönlichkeiten in der deutschen Medienlandschaft und insbesondere auf YouTube. Heute geht es um Selbstbestimmung, Skandale, OnlyFans, Feminismus, wie man all das in einer Person vereint und warum das manchmal sehr gut funktioniert und manchmal eben so überhaupt nicht. Heute geht es um die Karriere von Katja Krasavice. Nein. Marius. Bevor das Ganze losgeht, will ich schnell was anbringen. Ja, in diesem Video setzen wir uns mit vielen Aspekten einer polarisierenden Frau auseinander, die unter anderem auch in der Ethikbranche tätig ist. Wenn aber nun jemand auf die Idee kommt, das als Anlass zu nehmen, Beleidigungen in den Kommentaren zu hinterlassen, dann wird das sofort und kommentarlos gelöscht. Wir können mega gerne diskutieren, auch verschiedene Meinungen zu vielen dieser Themen haben, denn es sind sehr viele diskutierbare Themen dabei und ich finde, Katja ist auch eine sehr diskutierbare Person. Aber ich erwarte von euch, dass ihr einen vernünftigen Umgang mit der Thematik findet und nochmal nachdenkt, bevor ihr irgendwas in diese Richtung schreiben wollt. Und jetzt denke ich noch einmal ganz kurz über mein Leben nach und dann starten wir ins Video, denn wir erkunden heute die drei Phasen von Katja Krasavices Karriere nach und nach. Viel Spaß. Phase 1. YouTube. Die Karriere von Katja Krasavice beginnt 2014 mitten in ein YouTube hinein, dominiert von Let's Plays, Vlogs, Comedy-Sketchen und einer Longboard-Tour. Relativ fix macht das Ganze dann die Runde, denn ihre Inhalte sind, diskutabel, weil sie hat da Videos gedreht, in denen es um sie selbst geht und sie bezeichnet sich selbst als eine sehr spirituelle Persönlichkeit. Und das wirklich Raffinierte dabei ist, dass das eben nicht nur Videos sind, sondern es sind halt wirklich YouTube-Videos. Und so hat sie eben auch die komplette Palette von dem abgedeckt, was man eben auf der Plattform kennt, nur eben in dreckig. Ihre Abendroutine war dann halt komplett drauf ausgelegt, zu erzählen, wie sie sich da anfassen will, wann sie nackt ist oder was sie anhat. In Q&As ging es logischerweise immer nur um das eine. Die Touch My Body Challenge, die dann damals so rumging, war besonders spicy und sie hat nicht in Nutella oder Chicken Wings gebadet, sondern, das ist eine wahre Geschichte, 100 Kondomen. Und diese Videos waren, man kann da fast nicht drum herum kommen, das zu sagen, unglaublich beschissen. Mittlerweile gibt es davon leider nur noch in Teilen ganz vereinzelt Re-Uploads von damals oder ein Stream, wo sie sich alte Videos von sich selber angeguckt hat, weshalb es für dieses Video auch relativ schwer war, sich dann nochmal einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Da müsst ihr wohl jetzt wahrscheinlich einfach so Benefit of a Doubt hoffen, dass ich euch das Richtige erzähle. Ich habe das damals so halb mitverfolgt und ich glaube, man kann sich da so ein ganz gutes Bild darüber machen, weil in der Theorie, das muss man tatsächlich auch dazu sagen, hatte sie da ein gutes Konzept an der Hand, das heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr kontrovers wäre, aber damals hat es unglaublich viel Aufsehen erregt. Das Ganze war nicht gut produziert, es war auch nicht irgendwie verrucht oder verspielt oder gar ironisch, ich will es gar nicht sagen, denn es ging halt völlig ohne doppelten Boden so um die Intimitäten von Katja, ja, und darum, mit wie vielen sie das hatte, mit wie vielen sie es noch machen will, was sie machen will, wo, wie, wann, alles drum und dran. Und darüber hinaus gab es immer noch dieses Element davon, dass man selbst als Zuschauer der Nächste sein könnte, der sich Hoffnung machen könnte, dass Katja einem über den Weg läuft. Und dann geht es aber ganz hoch her. Und selbst wenn das nicht direkt in die Kamera so kommuniziert wurde, was es meiner Meinung nach teilweise wurde, dann wurde es aber um die Ecke so suggeriert. Katja selbst, um vielleicht noch diese Perspektive zu geben, betont seit jeher auch in diesen Anfangstagen, dass das halt ihre wahre Persönlichkeit ist, dass sie schon immer so war, seit sie denken kann, hatte sie schon diesen Drang. Und den lebt sie jetzt halt auf YouTube öffentlich aus und man kann sie einfach nicht dafür schämen, wie sie ist, weil sie verstellt sich da jetzt irgendwie einfach nicht. Das ist so das, was sie da immer wieder anspricht. Und bis zu einem gewissen Grad ist das auch völlig fein und absolut glaubhaft. Das hat ein paar Grenzen, da kommen wir dann später noch drauf, wo das Ganze dann aber so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, vor allem um Katja Krasavice herum, war als dann der ganze Diskurs relativ schnell relativ unangenehme Züge angenommen hat. Es schalten sich dann früher oder später die alten verdächtigen Meinungsblogger ein und viele Dinge um sie herum passieren, die man aus heutiger Sicht nicht mehr so wirklich richtig nachvollziehen kann. Leute bringen zum Beispiel in Erfahrung, dass sie wohl mutmaßlich eigentlich einen Freund hat und diese ganzen One-Night-Stand-Geschichten von Männern, die sie gerade noch letztes Wochenende abgeschleppt hat und dass du der Nächste sein könntest, werden wohl einfach nur am Leben gehalten, um eben genau diese Fantasie zu beleben. Wo ich jetzt so rückblickend sagen muss, die Tatsache, ob sie jetzt einen Freund hat oder nicht, macht das vielleicht auf einem hohen Niveau noch ein bisschen unmoralischer und komischer.
sei es geschenkt. Viel crazier wird es da noch als meiner persönlichen Erinnerung nach. Meiner Meinung nach wurde auch von einem dieser verdächtigen Meinungsblogger ihre Adresse in Leipzig mehr oder weniger geleakt. Oder träume ich das? Yo, aus dem Schnitt hier. Es hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich irgendwie so passiert. Es war eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil die Adresse mehr oder weniger weitergegeben wurde. Es gibt noch einen Re-Upload von Katjas Statement dazu damals. Da hat sie sich dann auch dazu geäußert, ob sie einen Freund hat oder nicht und dass das egal ist, weil sie könnte ja auch in einer offenen Beziehung leben. Generell, das will ich einfach nochmal kurz sagen, war diese Zeit geprägt von weirden Sachen, die sie online gemacht hat und noch unglaublich viel weirderen und übergriffigeren Sachen, die ihr angetan wurden. Naja, der Punkt ist, dass sich das alles um sie so unglaublich hochgeschaukelt hat, weil sowohl ihre eigenen Videos als auch Videos über sie zu machen zwischen 2014 und 2017 roundabout, vielleicht sogar noch ein bisschen später, das Nonplusultra war. Ja? Also es war so quasi auch in gewissem Maße das erste ganz große Opfer von so einer kompletten Szene, wo man einfach immer wieder draufhauen konnte und sich auch monetär dran ja einfach bereichern konnte. Und da sind wir jetzt an so einem Punkt in diesem Video angekommen, an dem wir noch ein paar Mal heute sein werden. Katja ist und bleibt ein super ambivalentes Phänomen, dass man denkt, man kann das einfach greifen und kritisieren, aber es ist dann doch irgendwie facettenreicher als gedacht, weil sie ganz offensichtlich aufgrund ihres Aussehens und ihres Verhaltens eine einfache Zielscheibe zu sein scheint, aber es sich dann doch schwieriger gestaltet. Und das zeigen zum Beispiel auch Kommentare aus der damaligen Zeit. Denn selbst unter den wenigen Sachen, die man heute noch aus dieser Katja Krasavice YouTube Prime findet, liest man tendenziell eher hohle Sachen. Da geht es dann ganz oft zum Beispiel um ihren Körper, dass das Silikon der einzige Inhalt ist, den sie hat, dass ihr Gesicht aussieht wie vom Zug überfahren oder völlig wild auch, muss ich sagen, das ist unfassbar in meinen Augen, geht es um ihre Fähigkeit, eine Mutter sein zu können. Und das waren sogar noch Kommentare von einem Video von Klängern. Ja, also sowas, wo man eigentlich immer gedacht hat, naja, okay, das ist jetzt jemand von der gemäßigteren Seite, der das Ganze irgendwie ganz gut einordnet. Kein Shame an der Stelle. Wie gesagt, das ist irgendwie alles schon relativ lange her. Aber was ich sagen will, ja, YouTube-Kommentare sind irgendwie immer ein bisschen am Trollen und dies und das. Aber diese einfache Angriffsfläche, die geboten wird, wird genommen, um daraus irgendwie was zu drehen. Ne? Also wie viele YouTuber mussten sich nach einem Skandal damit auseinandersetzen, ob ihre Rolle als potenzieller Vater damit gefährdet ist? Also ich persönlich kenne ehrlich gesagt niemanden. Und das ist dann auch im Grunde direkt schon der Punkt von ganz am Anfang. Katja Krasavice ist und war eine YouTuberin mit fragwürdigen, eindimensionalen Inhalten. Aber da aus heutiger Sicht mehr denn je ganz oft auch Kommentaren ausgesetzt, die eben überhaupt nichts mit diesen kritikwürdigen Punkten zu tun hatten, sondern sie als Frau, die eventuell Schönheitsoperationen hinter sich hat, reduzieren und darüber zu diskreditieren. Phase 2, der Wandel. Solche Kommentare, so erzählt sie es zigfach in Interviews, war sie aber schon gewohnt. Denn aufgrund ihres Aussehens und ihres Verhaltens und ihrem Bezug zu Sexualität war sie des Öfteren Opfer von Mobbing und Ausgrenzung. Und so hat sie dann mehr oder weniger unbeirrt auf YouTube weitergemacht und relativ schnell war relativ klar, dass das Ganze für sie nur ein Schritt von vielen ist. Als ersten kleinen Landmark würde ich hier Anfang 2016 ausmachen. Da hatte sie nämlich ihre erste richtige YouTube-Kollaboration mit einem Gaming-YouTuber namens Marcel Scorpion, den wahrscheinlich viele noch kennen. In diesen Videos wurde dann auch damit gespielt, was jetzt zwischen den beiden lief, ob es davor, danach, währenddessen, zwischendurch irgendwelche Interaktionen nackter Art und Weise gab. Marcel Scorpion selbst hat sich dann Jahre später dazu nochmal geäußert und auch eine Reaction zu diesem Video gemacht. Und nur da gab es dann das Video an sich auch noch zu sehen. Dem geht er dann auch darauf ein, dass selbstverständlich nie was lief, weil das halt alles Teil der Show und Teil der Inszenierung war. Außerdem sollte man nicht unterschätzen, dass das damals schon auch eine gewisse Kontroverse innerhalb der Branche ausgelöst hat, dass jemand, der das womöglich so reichweitenmäßig überhaupt gar nicht krass nötig hätte, sich auf diese Ebene herunterbegibt und mit Katja sowas abdreht und sich da auf dieses, auch in gewisser Weise auf dieses Niveau herablässt. Auf der anderen Seite hingegen würde ich aber betonen, dass Marcel Scorpion wahrscheinlich nur so ein erstes kleines Puzzlestück im großen Masterplan der Katja K. war. Denn im Folgenden treibt sie ihr Image immer weiter voran und spielt damit, was sie zeigen will, was sie zeigen kann. Und sie kokettiert damit, dass sie eigentlich viel zu crazy ist für diese ganzen Plattformen, auf denen man ja mega aufpassen muss, was man zeigen darf. Auch ein Thema,
Thema, das später nochmal hochrelevant wird. Parallel dazu, das muss man sich auch mal vor Augen führen, plant Katja eine Musikkarriere, die eben auf genau diesem Image aufbaut, und so soll es auch sein. Ende 2017 erscheinen innerhalb der nächsten 10 Monate gleich 3 Songs. Doggy, Dicke Lippen und Tape. 3 Worte, von denen ich nie dachte, dass ich sie mal auf YouTube sagen werde. Das war so ein bisschen zeitgenössiger Pop-Rap-Hip-Hop-Gedöns, der wirklich inhaltlich nicht viel größer ist als ihre YouTube-Sachen. Was ich aber fairerweise dazu sagen muss, so rein musikalisch waren das schon Banger. Ja, also vor allem Sextape und Doggy verfolgen mich manchmal in meinen dunkelsten Stunden und suchen mich heim, weil die halt ins Ohr gehen. Lasst mich in Ruhe, was wollt ihr von mir? Aber fernab davon hat sich plötzlich einiges getan. Katja findet statt. Nicht nur hat sie schon irgendwie 2017 im Frühstücksfernsehen mal stattgefunden mit einem kleinen Bericht, wo sie auch so ihre üblichen Phrasen in einem Interview wiederholt hat. Was aber noch viel interessanter war, ist, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich auch in anderen YouTube-Formaten stattgefunden hat. Ein gravierender Meilenstein in meiner Recherche, an der sich dann plötzlich abgezeichnet hat, dass da irgendeine eine Wahrnehmungsänderung stattfand, war, als sie zu Gast bei Worldwide Wohnzimmer das Hater-Interview gemacht hat. Das war Anfang 2018 und die Kommentare unter dem Video sind eigentlich durchweg positiv. Ja? Also die heben hervor, dass Katja schlagfertig ist, dass sie selbstironisch rüberkommt und dass sie sogar richtig nett wirkt. Und ich glaube, dass das kein Zufall war. Aber vor allem fand auch eine Professionalisierung und eine leichte Umorientierung, so eine Kurskorrektur in Sachen Katja Krasavice statt. Ab Ende 2018, generell 2018 wahrscheinlich eines der wichtigsten Jahre in ihrer Karriere, wird es dann noch viel interessanter, denn plötzlich ist Katja Krasavice zu Gast bei Rezo. Etwas, das gefühlt ein Jahr vorher völlig undenkbar gewesen ist, fühlt sich plötzlich ganz normal an. Ja, die beiden machen ein paar Videos zusammen, in denen sie Musik machen, irgendwelche Songs remixen oder irgendeine Würdest-Du-Challenge haben sie zusammen gedreht. Und das war dann schon wirklich so in Sachen, ich sag mal, Legitimation ein richtig krasses Signal in die Szene. So, naja, Katja ist plötzlich salonfähig. Die ist in der Lage, normal zu kommunizieren und man kann mit ihr Videos drehen. Das noch relevantere Event fand aber schon vorher statt. Katja war Mitte 2018 bei Promi Big Brother. Ich weiß ja, hat das noch irgendjemand auf dem Schirm? Ja, Katja war tatsächlich im Container. Und dort hat sie dann auch die klassische Trash-Promi-Transformation durchgemacht. Ja, es wirkt fast schon zu perfekt gestaged. Zum einen hat sie ihr wahres Ich gezeigt und lag in der Badewanne und hat sich da irgendwie selber besorgt. Sie war eben zur gleichen Zeit in dieser Sendung auch emotional, nahbar, verletzlich, hat von sich selbst erzählt, hat von ihren Schicksalsschlägen erzählt und war dadurch natürlich auch einem Publikum bekannt, das sie vorher vielleicht so über YouTube noch gar nicht kannte und konnte sich den Ganzen präsentieren. Und wo Big Brother bei anderen Promis aussieht wie das mehr oder weniger langsame Ausklingen lassen einer Karriere oder ein Forcieren von irgendwas, war das bei ihr eigentlich nur der Startschuss für die richtige Karriere. Phase 3. Star. Denn 2019 findet dann eine weitere, aber diesmal deutlich gravierendere Zäsur in Katjas Karriere statt. Sie veröffentlicht Musik, neue Musik, Rap-Musik, wirklich in das Genre rein, die dieses Mal auch im Gesamtkonzept Teil eines kompletten Albums ist. Der Name des Albums: Boss Bitch. Und darum wird dann auch ihr neues Image gebaut. Es ist nicht mehr nur profane zur Schaustellung ihrer Horniness, es ist eine etwas weniger profane zur Schaustellung ihres Erfolgs und ihres Reichtums und auch ihrer Horniness. Jedenfalls ist es definitiv anders als vorher. Und um das Ganze dann noch zu unterstreichen, bediente man sich einer der klassischsten Marketingmethoden des Social-Media-Zeitalters. Katja stellte all ihre Videos auf ihrem einst so mega erfolgreichen Kanal auf privat und gründete einen neuen Kanal. Nur für Musik. Und yes, vielleicht habt ihr schon drauf gewartet und ich kann jetzt stolz verkünden, dass es passiert ist. Ich habe mich natürlich durch Bossbitch gehört und kann berichten, no joke, dass es in wirklich jedem einzelnen Song entweder um das eine oder eben das andere, nämlich Geld und Fame geht. Aber dennoch findet ein Aspekt größer und prominenter statt und vor allem ins Scheinwerferlicht gerückter, der vorher, wenn überhaupt, halt eben nur mitschwingte in all dem, was sie gemacht hat, nämlich Selbstbestimmtheit. Und da sind wir wieder am Punkt der Ambivalenz in Person. Ja? Da geht es dann darum, dass wenn sie mit Frauen will, dann macht sie das. Dass sie nicht nach der Pfeife der Männern tanzt, sondern eben
umgekehrt. Oder es geht eben um ihre Aufstiegsgeschichte, die sie zum Ruhm, um den Reichtum gebracht hat und was sie sich dadurch und damit jetzt eben leisten kann und will. Und ich finde, vor allem, wenn man sich mit den Sachen jetzt auch wie ich beschäftigt hat, die sie vorher so auf YouTube getrieben hat, dann ist das alles irgendwie unglaublich harmlos und unglaublich wenig skandalös und dementsprechend auch völlig fein. Ja, also wenn ich die Wahl habe zwischen den Sachen, die Katja da propagiert, sage ich jetzt mal, und allem anderen, was so im Hip-Hop teilweise stattfindet, wo es dann wirklich in eine exzessive Frauenfeindlichkeit reingeht, dann nehme ich Katja all the day. Das, was daran wiederum schade und eben auch zu kritisieren ist, dass der Weg des Self-Empowerments und der Selbstbestimmung eben der Weg ist, der schon zigfach in exakt dieser Szene so gegangen und vorgelebt wurde. Das ist eben so dieses klassische Ding, was ja auch bei Shireen David allgegenwärtig ist, zumindest in meinen Augen, mit diesem Girlboss-Feminismus ist da dieses Schlagwort, das immer wieder auftaucht. Also ja, du hast Erfolg, aber das eben auch in gewisser Weise nur durch Methoden, die bereits vor dir in einer männerdominierten Branche eben von Männern besetzt und etabliert wurden. Dieses Mal steht halt irgendwie Emanzipation drauf, aber drin ist genau das Gleiche. Aber ich glaube, man kann das Argument machen. Gerade auch deshalb war Katja fortan in völlig anderen Sphären unterwegs. 2020 kommt ihr erstes Buch raus. Die Bibel. Es ist, wie es ist. Ich habe mich auch da durchgehört und muss vor allem betonen, dass ihre Schilderungen über ihre Kindheit und Jugend wirklich sehr rührend, aber vor allem wirklich unglaublich erschütternd sind. Das Folgealbum Eure Mami stellt dann diese verletzliche Seite noch ein bisschen weiter in den Vordergrund. Da geht es dann auch mal so ansatzweise um Liebeskummer oder eben um ihre traumatische Vergangenheit. Das stellt dann eben schon noch mal eine Facette weiter heraus, die es so vorher in ihrem Oeuvre, sag ich mal, noch nicht gab. Quasi zeitgleich mit ihrem dritten Album gibt es dann einen weiteren großen Meilenstein in ihrer Karriere, denn da kommt auch der Song Only raus und 2021 passiert dann tatsächlich das fast gefühlt Unvermeidliche, denn Katja Krasavitz startet Only. Ich kann jetzt wirklich mehr oder weniger feierlich verkünden, ja, ich habe nicht nur in alle Alben reingehört und auch das Hörbuch gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich das in einem YouTube-Video mal sag, aber ich habe mir porsche Inhalte angeschaut. Wobei man wirklich sagen muss, wirklich weiß ich jetzt auch nicht, denn das ganze Katja und Pants Ding war nochmal eine völlig eigene Psychose, in die man sich reinfallen lassen könnte, denn das hat zu Offenbarungen für mich persönlich geführt, die mir gleichermaßen völlig offensichtlich vor Augen waren und auf der anderen Seite, die mich komplett überrascht haben, also die mir so gar nicht bewusst waren. Und ich sag's jetzt einfach, Katja hat sich noch nie gezeigt. Also ich will überhaupt nicht darauf hinaus, dass es ihre Pflicht wäre oder dass sie das muss, nur weil sie sich seit Jahren auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie präsentiert. Es war nur einfach eine weirde Überraschung, von der ich die ich als Selbstverständlichkeit angenommen hatte, aber auf zwei Ebenen. Auf der einen finde ich es wirklich stark und gut und selbstverständlich völlig legitim, weil sie natürlich jederzeit darüber verfügen kann, wie viel sie bereit ist, von sich im Internet zu zeigen und preiszugeben. Und das ist ja auch auf eine Weise ihr Kernthema, ja, Selbstbestimmung. Und das lebt sie da im Grunde genau vor und praktiziert es. Das, ich würde es wirklich mal nennen, Problem, ist aber der zweite Part, der sich wie ein roter Faden durch ihre Karriere durchzieht. Denn in meinen Augen gibt es hier in guter alter Manier mal wieder weirde, falsche Versprechungen. Im Speziellen darüber, was genau auf OnlyFans passiert. So noch ein weicher Faktor wäre zu sagen, dass sie das auf Instagram anteast und dann auch so ein bisschen skandalisiert wird, aber da würde ich mich jetzt nicht auf eine Argumentationskette irgendwie einlassen. Was ich aber sagen kann, auf der Plattform selbst beschreibt sie ihren Inhalt als 100% unzensiert. Und das stimmt so nicht. Und es tut mir auch irgendwie richtig leid, weil ich ja, wie gesagt, auch gerade das richtig beachtlich finde, dass sie da so für sich einsteht und dann auch so nur zeigt, was sie will. Aber gerade das eben einfach überhaupt ganz und gar nicht kommuniziert, sondern irgendwelche Sachen vorschiebt, um eben eine gewisse Brisanz dazuhalten. Und da ist dann natürlich dieser Punkt, dass man sagt, naja, die nutzt halt einfach die geilen Typen aus, die bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ja, aber dann ist das trotzdem dumm. Sorry. Und dann ist das zum Beispiel auch rückblickend einer der vielen Punkte, wo man sagen muss, vielleicht ist der erste Ansatz von Katja Krasavice gar nicht Selbstbestimmung und Self-Empowerment, sondern vielleicht ist der erste Ansatz, das so weit zu leben, bis sie gerade noch Geld damit verdienen und damit profitieren kann.
aber das ist nur eine Vermutung. Hier und jetzt. Wisst ihr, was ich vermute? Ihr habt dieses Video noch nicht geliked und den Kanal noch nicht abonniert. Und wenn ihr Bock habt, macht das doch jetzt. Ich habe Bock, auf die 40.000 zu klettern. Das ist noch ein bisschen weiter weg, aber ich glaube, wir könnten das schaffen. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich würde euch im Gegenzug mehr Inhalte anbieten. Zwar leider keine Haut, aber mein Zweitkanal mit Streaming-Highlights. Da haben wir vor kurzem die 100 besten deutschen Songs aller Zeiten gemerry-f-killed. Wenn das nicht thematisch sehr nah an diesem hier dran ist. Außerdem möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ich habe da die Augen unten auf die Kommentare. Das ist bisher alles sehr zivilisiert. Wir kriegen das hin, Leute. Ich bin bei euch. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. Wir spulen vor ins Heute und stellen fest, so wie man es biegt und wie man es dreht und wie man es wendet. Katja Krasavice ist eine erfolgreiche Musikerin mit 4 Nummer-1-Alben und einfach ein Star. Ja, sie mit allem drum und dran. Sie hatte sogar neuerdings auch schon wieder Skandale. Sie hatte für einen Videodreh Kaninchen eingefärbt und deshalb den Vorwurf der Tigerquälerei im Raum stehen. Sie hat sich dann dazu geäußert und sich entschuldigt. Trotzdem, what the fuck, was geht da ab? Auf der anderen Seite ist sie sehr, sehr großzügig und eine sogenannte Grande Dame. Sie hat 100.000 Euro bei der Ein Herz für Kinder Gala gespendet, was, das muss man einfach ironiefrei sagen, crazy ist. Wenn ich mich vielleicht doch noch beschweren darf, hätte ich jetzt vielleicht nicht bei einer Gala der Bild-Zeitung gemacht. Dazu hilft sie laut eigener Aussage auch Fans in Not finanziell aus, so nach dem Prinzip, die haben mir das ermöglicht, also will ich auch denen irgendwas ermöglichen. Auch da, Chapeau. Sie ist auch als Speakerin für Markenaufbau auf dem OMR-Festival und lässt sich da von Kai Pflaume alle Floskeln, die man so runterlabern kann, von der Zunge ablesen quasi. Natürlich hat auch sie einen obligatorischen Softdrink auf den Markt geschmissen. Und außerdem, das werden jetzt viele schon vermisst haben, aber natürlich auch das. 2023 war sie dann in der DSDS-Jury sehr präsent und hat da auch für Schlagzeilen gesorgt, weil sie Dieter Bohlen mehrfach übers Maul gefahren ist und sich mit dem angelegt hat dafür, dass er halt so diese typischen Dieter Bohlen Altherren-Takes und teilweise halt auch einfach misogynen Quatsch und Müll gelabert hat. Und auch dafür kann man Katja durchaus applaudieren. Und mal ganz davon ab, ob man jetzt Fan ist dieser Art des Berühmtseins, hat sie, wenn das die Dinge sind, die man erreichen will, auf eine gewisse Art und Weise in ihrer Karriere schon fast überall so einen gewissen Zenit erreicht von dem, wo man sein kann. Und wo man dann bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch immer wieder hängen bleibt, ist, dass Katja Krasavice eine öffentliche Person ist, die man einfach nicht so ganz klar deuten und einordnen kann. Denn man findet da schon Impulse und Statements rund um Gleichberechtigung, Self-Empowerment, meinetwegen auch Feminismus, die nicht verkehrt sind. Letztlich beugen die sich dann aber gefühlt dann doch immer vor dem Kapitalismus und den Branchendynamiken, in denen sie gerade dann da drin ist. Es ist dann immer wieder so eine Interpretationsfrage, hätte sie vielleicht nicht einfach auch vorher wissen können, dass Dieter Bohlen so ist, wie er ist und dem Ganzen dann nicht noch irgendwie die Plattform bieten können. Auf der anderen Seite wird sie wahrscheinlich sagen, naja, irgendjemand musste ihm dann auch mal Paroli bieten, aber dass ein Dieter Bohlen zu viel Macht hat und zu alt ist, um irgendein Paroli irgendwie anzunehmen, das dürfte jetzt auch nichts mega Neues sein. Denn was sich mir auch immer weiter offenbart hat, eine wirklich inhaltliche Auseinandersetzung mit den bereits genannten Themen, sucht man in Katja Krasavices Interviews, Büchern oder in ihrer Diskografie meistens vergeblich. Das macht die Dinge, die sie sagt, nicht unwahr oder entwertet sie. Es ist in erster Linie, finde ich persönlich, einfach furchtbar schade. Und schade ist auch, Grüße an Ultralativ, dass es das mit diesem Video war. Kommt gerne rüber zu Instagram und folgt, denn es wird sich eh nicht viel mehr an eurem Feed ändern, weil ich poste so unglaublich wenig, ihr werdet es gar nicht merken, dass ihr dann ein Follow mehr habt. Falls ihr diesen Ansporn noch mehr braucht, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Küsschen. Küsschen.